Hallo, meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu dieser Flimmerkiste. Bitte nicht abschalten, es geht leider nicht anders, aber ich habe mir gedacht, besser als nichts ist doch ein beherztes Video von mir, das ich über Zoom mache. Ja, es sieht aus wie in den 30er Jahren. Weiß ich nicht, wann diese Filme so waren. Ihr wisst schon, Retro-Style macht aber nichts. Es geht nämlich um ein wichtiges Thema, das sehr oft von euch angefragt wurde. Ja, und versprochen, bald werden die Videos eine bessere Qualität haben. Ich erzähle euch lieber nicht, was mit meinen Handys war. Ich hatte das ja immer mit dem Handy aufgenommen, die Videos hier auf diesem Kanal. Handy fiel mir tatsächlich ins Punkt, Punkt, Punkt. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr meint, wo das Handy hinfiel. Ich habe ein neues Handy mit einer super guten Kamera. Kommt bald, kommt dem. Demnächst noch habe ich es nicht gebacken bekommen, mich mit der Technik vertraut zu machen. Deswegen jetzt auf die Schnelle dieses Video zu diesem super wichtigen Thema, das ihr so oft angefragt habt. Erst neulich wurde ich angeschrieben und wurde gebeten, Monika, mach doch ein Video über die Frage, darf ich meine Therapeutin zwischen den Sitzungen kontaktieren? Beziehungsweise wie ich als Therapeutin damit umgehe. Ja, das ist eine interessante Frage und darüber will ich mich in diesem Video äußern. Das Pro, das Contra, ist es gut, zwischen den Sitzungen mit der Therapeutin Kontakt zu haben? Warum soll man denn nicht mit der Therapeutin Kontakt haben? Beziehungsweise was bedeutet das für mich als Therapeutin, mit Klientinnen zwischen den Sitzungen tatsächlich Kontakt zu haben? Und welche Art ist denn dieser Kontakt? Auf diese Fragen und auf weitere, die ihr vielleicht dann in die Kommentare schreibt, gehe ich gerne in diesem und im nächsten Video ein. Wir machen das jetzt immer so als Blog. Ich versuche dann eure Kommentare zu kommentieren, meine Lieben, und so können wir das Interaktive, das ich das letzte Mal angekündigt hatte, weiterführen in irgendeiner Form. Übrigens, bevor ich zur Sache komme, ganz süß von euch. Ich bedanke mich so, 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 so bei euch, wie lieb ihr wart zu mir, als ich tatsächlich, und das war authentisch, so überlegt habe, wie und ob ich hier weitermachen kann, soll, möchte. Ihr wart so süß, weil, aber süß meine ich jetzt nicht irgendwie so verniedlichend, nicht ganz ernst nehmend, das sage ich jetzt dezidiert dazu, sondern süß. Damit meine ich einfach, dass ihr herzergreifend wart, weil ihr mir so viel gutes Feedback gegeben habt, dass so wie Sprit in den leer gelaufenen Tank meines Esprits diesen Kanal weiterzuführen gewesen war. Und ihr hattet so tolle Vorschläge wie, lern uns doch kennen, machen wir eine Zoom-Sitzung. Ja, dieses Let's Eat Together, die Dinosaurierinnen und Dinosaurier unter euch, die auf diesem Kanal schon ewig, gefühlt ewig sind, die wissen, wovon ich spreche. Da hatten wir mal so Zoom-Seminare gemacht, Let's Eat Together. Denke ich an, wieder mal sowas zu machen. Nicht jetzt, nicht heute, aber ihr könnt gespannt sein. Jetzt geht's aber, wie versprochen, los. Ich äußere mich jetzt als Psychotherapeutin, als Philosophin zu der Frage, wie ist das denn? Wie ist das denn, wenn sich Klientinnen zwischen den Sitzungen melden möchten? Gut. Also pro zuerst. Es ist auf alle Fälle gut, aus meiner Sicht, auch als Philosophin mit philosophischer Praxis, wenn der Gast, so heißt es ja in der philosophischen Praxis, oder ich kann auch sagen, in der Psychotherapiepraxis, die Klientin, der Klient, die Patientin, der Patient nicht sozusagen das Gefühl hat, jetzt ist die Stunde vorbei, 50 oder 60 Minuten, oder wenn jemand eine Doppelstunde bucht, eben doppelt so lang, und jetzt interessiert die Person nicht mehr. Jetzt reißt diese Situation, diese therapeutische oder philosophische Beziehung einfach ab. Jetzt stehe ich wieder allein da. Weil dann kann das Gefühl getriggert werden, sie interessiert sich nicht wirklich für mich, ich bin ihr total egal, was ist, wenn ich in der Krise bin, zwischen den Sitzungen, dann habe ich überhaupt keinen Draht zu ihr und so weiter und so fort. Das vermeidet man natürlich, wenn man dem Klienten, der Klientin die Option gibt, ja, grundsätzlich bin ich schon erreichbar. Da kann man natürlich sagen, in Notfällen, da kann man auch sagen, wenn Ihnen was Wichtiges einfällt, sammeln Sie das doch und bringen es mir in die nächste Stunde schriftlich mit oder schreiben Sie mir vorab eine E-Mail oder Sie dürfen mir einmal die Woche eine E-Mail schreiben. Also ich kenne das von Kolleginnen, dass da unterschiedlichste Vereinbarungen, Commitments getroffen werden. Manche sagen tatsächlich, Donnerstags ist immer Ihr Tag, da dürfen Sie mir eine SMS schicken, ob alles in Ordnung ist und dann schreibe ich, es ist alles. Also ich kenne das von Kolleginnen, so mache ich das selber nicht, dass ich da einen fixen Tag festmache. Ich sage nur, es gibt alle möglichen Commitments und Vereinbarungen. Das war ein Beispiel dafür. Man kann natürlich auch sagen, ja, prinzipiell, das hat der Dr. Pass übrigens, mein früherer Psychoanalytiker, so gehalten. Der sagt immer, 10 für alle seine Klientinnen, nicht nur für mich.
Genau, der sagte, 10 Minuten vor der vollen Stunde ist also die Pause, wo ich sozusagen zum nächsten Klienten übergehe. Da darf man mich anrufen, neue Termine zu vereinbaren oder auch, ich habe den manchmal damals angerufen, ich meine, das war eine Lehrtherapie und dort trotzdem hatte ich das Bedürfnis, wenn ich mich so, man sagt, fragmentiert, so leer innerlich, so, weiß ich nicht, so in der Schwebe fühlte, habe ich den angerufen, um seine Stimme zu hören, ja. Und er hatte auch verdammt wenig Zeit für mich. Das waren vielleicht 3 Sätze, die der sagte, wie geht's Ihnen denn? Und dann sagte ich, oh, mir geht's so schlecht. Und sagte der, ja, das wird schon besser werden. Und das war dann schon gut genug, ne? Das war dann schon so eine Zwischendurch-Affirmation. Manchmal geht es ja wirklich nur darum, einfach zu gucken, ist die Person noch für mich da, psychologisch jetzt betrachtet, beziehungsweise diese Verankerung im Außen zu spüren, die du ja spürst, wenn du in Therapie sitzt, dieses Gegenüber hast, das dich wohlwollend anguckt und affirmiert mit ihrem bloßen oder seinem bloßen Dasein. Und da muss man halt wie so ein kleines Kind so ein bisschen nachreifen und einfach noch gucken, ist die Therapeutin, ist der Therapeut eh noch für mich da? Das macht man natürlich nicht bewusst, aber das ist so der psychologische Hintergrund. Also Pro ist auf alle Fälle ein wichtiger Punkt. Die Beziehung reißt nicht ab. Man hat das Gefühl, es ist jemand für mich weiterhin da. Die Person verschwindet nicht im Nichts. Es ist glaubwürdig, dass die Therapeutin sich wirklich für mich interessiert, wenn ich auch zwischendurch einen Draht in irgendeiner Art zu ihr haben kann. Ja, Kontra ist natürlich, wenn es dann quasi zu viel wird, wenn dann Klientinnen fordernd werden, wenn dann erwartet wird, dass die Therapeutin jedes Mal zurückschreibt oder gar jedes Mal abheben, den Anruf entgegennehmen muss, wenn es dann eine Katastrophe bedeutet, wenn mal nicht geantwortet wird, wo ja immer geantwortet wurde, wenn dann deswegen Stress und alles Mögliche entsteht, wenn das quasi Stressoren sind, Therapeutin reagiert auf einmal anders als üblich auf mich, was ist da los? Mag sie mich nicht mehr? Ich kann nicht weitermachen im Alltag, solange die Therapeutin mich nicht affirmiert hat, solange sie mir nicht diese Textnachricht geschickt hat und so weiter und so fort. Weißt du, was ich meine? Das ist ja dann auch kontraproduktiv, dass ich es rausbringe, weil dann ist es ja so, dass du total auf der Lauer liegst und abhängig bist, dass die Therapeutin wieder genauso reagiert, wie sie es schon mal gemacht hat und sonst fühlst du dich wieder abgewertet. Also die Abhängigkeit kann forciert werden, wenn das inflationär wird, vor allem wenn das zu oft ist, diese Interaktion zwischen den Sitzungen. Mein Plädoyer oder wie ich es halte, ist eben, geht eben dahin in die Richtung, mach's schön von bis, also definierterweise sprich's aus als Therapeutin deinem Klienten, deiner Klientin gegenüber, so und so handhabe ich das, ist nicht zuverlässig, wenn jemand in der Krise ist, dann bin ich natürlich für den schon verfügbar grundsätzlich, aber jetzt auch nicht notrufmäßig, denn ich bin ja keine Notrufstelle. Aber ich bin für den da im Sinne von, dass der mir schon schreiben kann oder dass wir regelmäßig Zeiten ausmachen, wo wir ein kurzes Update ausmachen, zwischendurch der mir eine Textnachricht, ein Update schicken kann, wenn ihm das hilft, über diese Krise hinwegzukommen. Dann gibt es die nächste Sitzung. Also einfach so zur Überbrückung auf Zeit in einer Krise sehe ich das durchaus als möglicherweise indiziert, aber nicht grundsätzlich, dass das die ganze Zeit so geht, denn dann kommt es zu dieser Abhängigkeit. Zu dieser Abhängigkeit, die dann auch sehr, sehr belastend sein kann, eine zusätzliche Baustelle für die Klientinnen und Klienten bedeuten kann. So nach dem Motto, so, wenn jetzt meine Therapeutin nicht erreichbar ist, bricht für mich die Welt zusammen. Dann zerbröckelt man selbst. Das soll es ja gerade nicht sein, denn Psychotherapie oder auch philosophische Praxis, all diese Angebote, die, über die ich verfüge, die sollen ja einzig und allein dem Zweck dienen, dass du in deiner Autonomie, in deiner Fähigkeit zur Selbstbestimmung und in deiner Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und in deiner Fähigkeit, dein Leben autonom, eben selbstbestimmt zu gestalten, unterstützt und gefördert wirst und nicht dahingehend, wie soll ich sagen, beeinflusst wirst, dass du denkst, ich erledige das alles für dich als Therapeutin oder eben jetzt quasi auf deine Therapeutin bezogen, sie erledigt das alles für dich und ohne sie bist du nichts, ne? Also dieses engmaschige zwischen den Sitzungen, Kontakten und connected sein ist auch nicht gut. Das ist absolut nicht gut, weil das kann eben dann zu diesem unerwünschten Effekt führen, dass du das Gefühl hast, sein oder nicht sein, ohne meine Therapeutin bin ich nichts. Und wenn sie mit mir spricht oder ich ihre Stimme hören kann, wie so ein Junkie, so ein emotionaler Junkie, das meine ich jetzt überhaupt nicht abwertend, aber das ist halt dann diese extreme Dependenz, dieses Gefühl, ohne sie bin ich nichts. Und es ist mein Lebenselixier, von ihr zu hören, Lebenszeichen zu kriegen. Wenn sie mir eine SMS oder eine WhatsApp schickt, bin ich wieder ich. Und ohne das ist der Untergang.
vorprogrammiert. Das soll es eben nicht sein, denn dann geht die Psychotherapie ja absolut an ihrem eigentlichen Ziel vorbei, nämlich deine, habe ich eh schon gesagt, Autonomie, deine Selbstbestimmung zu fördern und dich in deine Bestform zu bringen. Und das kannst ja nur du. Du kannst dich in deine Bestform bringen. Ich, beziehungsweise meine Kolleginnen und Kollegen können dich dahingehend begleiten, dir Impulse geben, die du hoffentlich annimmst. Aber die ganze Arbeit machst eigentlich du. Und deswegen ist es auch nicht richtig zu glauben, ich habe so eine tolle Therapeutin gehabt und deswegen habe ich jetzt so viel vorangebracht. Natürlich, als Begleitung war deine Therapeutin toll, aber eigentlich toll bist ja du, weil du diese Hilfe annimmst, weil du dir diese Hilfe holst, weil du dir diese Hilfe gönnst. Übrigens, eine Klientin hat neulich gesagt, ja, sie sei so egoistisch. Ich weiß nicht, wie denkst du da dazu? Sie sei so egoistisch, sie würde sich eine philosophische Praxisstunden, also so Beratungsstunden gönnen, ne? So quasi, das sei Egoismus pur oder auch in Psychotherapie oder überhaupt in Coaching zu gehen, sei Egoismus. Also ich bin da absolut der gegenteiligen Meinung. Weißt du warum? Du machst das ja für die anderen viel mehr noch als für dich selber. Natürlich auch für dich selbst, aber das ist ja kein egoistischer Akt, das ist ja Mühe. Du gehst da ja auf ein Projekt ein, du machst ein Commitment mit einer fremden Person, mit deiner Therapeutin und gehst einen steinigen Weg deiner, so blöd sich das anhört, Selbstwertung. Du versuchst, dir selber nahe zu kommen, du selber zu sein, im Sinne von weg von diesen angelernten Verhaltensmustern, weg von diesen toxischen, belastenden Strukturen, die dich zwingen, ein Helfersyndrom zu haben und immer an alle anderen zu denken und dich selbst mit Füßen zu treten oder absolut zu ignorieren, deine Gefühle abzuspalten, weg von all dem. Das ist ja Mühe. Das ist ein Prozess. Das ist ein Transformations- und Verwandlungsprozess. Das ist ja kein Kindergeburtstag im Sinne von, ja, ich gönne mir mal eine Seelenmassage. Also Psychotherapie ist echt Arbeit an dir selber und das noch mit einer fremden Person gemeinsam, die dir dann natürlich vertraut wird. Aber wie gesagt, zwischen den Sitzungen prinzipiell halte ich es für gut, wenn man nicht verbietet, da überhaupt in Kontakt treten zu dürfen. Aber es ist wichtig, dass Personen auch lernen, auf mich selbst zurückgeworfen bin ich auch noch da. Ich brauche nicht ständig meine Therapeutin. Und sie ist ja weiter für mich da. Und wenn ich das nächste Mal zu ihr gehe, ist sie wieder für mich da. Und wenn dir das so schwer fällt, dann verdammt nochmal mein Tipp für dich. Verdammt nochmal, sprich darüber. Sprich darüber. Deine Psychotherapie macht null Sinn, wenn du das alles zurückhältst. Also null Sinn vielleicht nicht. Sie macht schon Sinn, aber nicht so viel Sinn, wie sie machen könnte. Wenn du das zurückhältst, was du eigentlich denkst, was du eigentlich fühlst. Du kannst ja auch sagen, ich schäme mich jetzt. Es fällt mir total schwer, mich da zu öffnen. Aber eigentlich würde ich gern zwischen den Sitzungen viel mehr Kontakt zu ihnen haben. Und eine Leserbriefschreiberin, wollte ich beinahe sagen, kein Leserbrief. In dem Fall eine YouTube-Zuschauerin hat mir auch geschrieben, ja, ihre Therapeutin habe ihr das angeboten, zwischen den Sitzungen Kontakt mit ihr zu haben und sie würde sich so schwer damit tun, weil es ihr so peinlich sei, die Therapeutin quasi zwischen den Sitzungen zu belästigen. Sprich das an, sag, du würdest gern, aber du kannst nicht, weil da so ein innerer Kritiker, eine innere Kritikerin dich da disst und dich daran hindert. Offen sein, meine Lieben. Psychotherapie ist dafür da, dass du dich richtig auskotzt. Ich sag's so, wie es ist. Und nicht da 100.000 Gedanken hast. Was macht es mit meiner Therapeutin? Und darf ich sie denn wirklich kontaktieren, wenn sie mir das anbietet? Ja, du darfst. Und du sollst aber auch damit umgehen können, wenn sie dann sagt, das waren aber viele Textnachrichten. Könnten wir ein bisschen mal drüber reden, wie wir das machen, dass es das nicht ganz so viele sind? Oder nicht nur negativ oder wie auch immer. Man muss auch definieren, was denn in diesen Kontaktaufnahmen zwischen den Sitzungen drinne stehen darf. Denn man kann natürlich nicht parallel zur eigentlichen Therapie dann quasi per Textnachricht weiterhin Therapie machen. Also es darf natürlich um Terminänderungen gehen, es darf darum gehen, wenn einem gerade was eingefallen ist, vielleicht aber nicht zu sehr ins Therapeutische gehen. Das ist in Textnachrichten einfach kontraproduktiv nicht möglich. Notrufe sind auch nicht fair deiner Therapeutin gegenüber, habe ich schon vorhin gesagt, man ist ja keine Notrufstelle, man kann ja da gar nicht handeln. Weißt du, stell dir vor, die sitzt gerade in der Sitzung und du schreibst dir, es geht mir so schlecht, ich habe Punkt, Punkt, Punkt Gedanken, was soll die da machen? Das geht ja gar nicht so in aller Regel. Ne? Wenn man wirklich beruflich eingespannt ist, guckt man ja auch nicht ständig aufs Handy. Also es gehört ausgesprochen zwischen deiner Therapeutin und dir,
wofür diese Kontaktaufnahmen dienen sollen, wann sie sein können, wie oft, in welcher Frequenz und welcher Art. Das ist wichtig, damit keine Missverständnisse entstehen und dann Enttäuschungen und Frustrationen. Und ja, getrau dich, das zu sagen, was du fühlst. Und sag aber auch, dass dich möglicherweise verletzt, wie sie jetzt darauf reagieren wird. Dann ist auch das schon ausgesprochen und du wirst sehen, es wird weniger verletzend sein, wenn du endlich zu deinen Gefühlen stehst, anstatt dich ihrer zu schämen. Und Gefühle sind was Kostbares, vergiss das nicht. Tschüss, bis gleich, ich freue mich auf dich.